Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir praktisch schon wirklich, jetzt sind wir, haben wir schon die Zielgerade eingenommen und wir kommen langsam zum Ende des heutigen Tages zu diesem DKE Innovation Campus 2022. Und ich darf zum Schlussstatement natürlich vor allem mit vor dem Hintergrund, was wir heute alles gehört haben und was die DKE daraus mitnimmt für ihre Zukunft, darf ich jetzt noch einmal den Vorsitzenden der DKE auf die Bühne bitten, Herr Roland Bent, bitte sehr. Ja, liebe Ehrengäste nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, die Zeit rennt dahin, der Tag ist schon rum und mir kommt es noch so vor, als wenn wir heute Morgen noch hätten. Das war wirklich ein ganz bunter Strauß von Vorträgen, die wir heute erlebt haben. Das waren tolle Workshops, die da waren und es war mit Sicherheit ein roter Faden, der sich durch alles zog und das ist die Aufforderung und das Bekenntnis und das Bewusstsein dafür, dass wir viel mehr und viel enger zusammenarbeiten müssen und auch Spaß an der Normung gewinnen müssen. Frau Frederiksen, übrigens, ich bin mit 27 zur Normung gekommen und zwar aus einem einzigen Grund, weil ich eine technische Vision umsetzen wollte in den 80er Jahren und ich glaube, die AES ist eine technische Vision oder ist eine Vision, für die es sich lohnt zu kämpfen und für die man hoffentlich auch die neue, junge Generation dann begeistern kann. Das nur als kleines Insert. Ja, unheimlich viele Eindrücke heute, neue Ideen, aber auch viele Finger, die in offenen Wunden waren und uns gezeigt haben, wo noch viel zu tun ist. Und gestehen Sie es mir zu, den Versuch, diesen Tag so ein bisschen zu resümieren, das wird keine 8 Stunden dauern, aber ein paar Minuten müssen Sie mir schon geben, dass wir einmal darauf eingehen. Wir haben eine Vielzahl von Anwendungen heute erlebt, in sehr anschaulichen, in bunten Vorträgen. Wir haben über Smart Building gesprochen, Catena X, Industrie 4.0, Digitalisierung im Handwerk. Herr Dr. Kegel hat sehr deutlich gezeigt, wie wichtig ist, dass wir sektorübergreifend die gleiche Sprache sprechen, dass sich eben Applikationen miteinander austauschen können, dass wir Datenräume, Data Spaces zusammenbringen. Das waren Statements bei Herrn Kremers, bei Herrn Meister und beim Staatssekretär Schnorr auch, dass wir das tun müssen. Das heißt, die All-Electric Society braucht eine Harmonisierung all dieser Einzellösungen. Wir müssen Wege finden, wie wir über die Sektoren hinweg wirklich zu gemeinschaftlichen Lösungen kommen und ein neues, integriertes System der energietechnischen und datentechnischen Sektorenkopplung ermöglichen. Und das ist dann auch die Basis für die Digitalisierung und Vernetzung vieler weiterer industrieller und gesellschaftlicher Anwendungen. Die All Electric Society ist der Treiber dieser Sektorenkopplung, aber den Nutzen, wenn wir sie denn geschaffen haben, die datentechnische Kopplung, den hat das gesamte Feld der Digitalisierung unseres Lebens und unserer Industrie. Wir müssen die Digitalisierung selbst normen. Es braucht die durchgängige Normung und Zusammenführung der Digitalisierungsthemen, die an vielen Stellen heute diskutiert werden und betrieben werden. Nur so können wir interoperable Systeme schaffen. Das wurde sehr deutlich, ich glaube anschaulich auch in dem Beitrag zum IEC-Datencontainer als Analogie zum ISO-Datencontainer für den Warentransfer, der dringend benötigt wird. Herr Neuhäuser hat das mal aus Sicht des Handwerks dargestellt, dass wir das erreichen müssen. Die Verwaltungsschale für Industrie 4.0 ist da ein Beispiel. Das haben wir auch in dem Workshop zur datentechnischen Sektorenkopplung erlebt. Wir müssen diese Ansätze der Digitalisierung zusammenführen. Um die große Aufgabe zu stemmen, brauchen wir Kommunikation. Kommunikation und nochmal Kommunikation. Frau Johanna, Sie haben von Fokus gesprochen. Wir müssen auch den Diskurs letztendlich führen, auch einen kritischen Diskurs zwischen Wirtschaft und Politik. Was sind die Themen, die wir jetzt gemeinsam stemmen wollen? Wir müssen es dann letztendlich umsetzen, aber wir brauchen diesen Abgleich. Dieser Diskurs über die All Electric Society muss geführt werden auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Und auch dafür kann die DKE als Wissensplattform dienen und vermitteln und zusammenführen. Wir haben heute festgestellt, dass in vielen Bereichen, Sektoren, Aktivitäten sind, aber dass viele nicht voneinander wissen.
dass wir immer noch sehr stark in unseren Silos agieren, dass wir das Rad vielleicht an manchen Stellen zweimal oder schlimmstenfalls dreimal erfinden. Wir gucken nicht über die Grenzen unserer Domänen, wie man so schön sagt, hinaus. Und dafür brauchen wir letztendlich eine Plattform, wo dieses Wissen zusammengeführt wird, wo es kumuliert wird und dann wieder geteilt wird, bereitgestellt wird. Und dadurch könnten wir die Stakeholder dann proaktiv unterstützen und ihnen dabei helfen, ja, den richtigen Weg einzugehen. Ich sage das immer so ganz gern, die Normung muss auch ein Stück von einer Verwaltung zu einer Gestaltung werden oder Mitgestaltung werden. Keiner will die Wirtschaft aus dem Lied nehmen, aber die Normung darf auch nicht einfach passiv dabei stehen. Und diese Wissensthematik ist da eine ganz, ganz wichtige Notwendigkeit. Wir müssen internationaler werden, gar keine Frage. Philipp, du hast es auch sehr deutlich gesagt und betont nochmal, die internationale Standardisierung ist entscheidend. Die All Electric Society ist inzwischen Teil der IEC-Strategie geworden. Und das ist richtig und wichtig und es ist unsere Aufgabe, auch unsere Aufgabe hier in Deutschland als eines der wirklich starken nationalen Komitees in der IEC, aber auch in Senelec, diese Themen dort wirklich voranzutreiben und weiter zu bewegen. Und wir müssen natürlich auch, und das ist eine Selbstverpflichtung, unsere nationale Arbeit immer auch unter den internationalen Aspekten sehen und die Bereitschaft zum Konsens zu haben, auch wenn wir dabei natürlich unsere Ziele und Werte und auch unsere europäischen Ziele und Werte nicht aufgeben dürfen. Wir müssen da sehr eng miteinander arbeiten, auch auf europäischer Ebene. Wir müssen auch nach innen gucken, das ist heute auch noch mal klar geworden. Ich kann eben einzelne Sektoren nicht mehr getrennt betrachten. Wir können nicht mehr in einer rein vertikalen Struktur denken, auch in der Normungsorganisation nicht. Herr Neuhäuser hat es auch schön beschrieben, im Handwerk denkt man über einen, wie nannte er es, ein Sektorenkopplungskompetenzzentrum nach, weil inzwischen eben auch das Elektrohandwerk nicht mehr rein elektrisch denken kann, sondern zusammenarbeiten muss mit dem Sanitärhandwerk. Und das Gleiche haben wir eben auch in der Normungsorganisation selbst. Nicht nur unsere Stakeholder müssen zusammenarbeiten, wir müssen intern auch die Silos aufgeben, die Abteilungsgrenzen überwinden. Die DKE muss sich wirklich konsequent ausrichten auf diesen neuen Ansatz des übergreifenden und Querschnittshandelns, ohne natürlich dabei die wichtige Arbeit in den einzelnen Komitees der Produktorientierung und vertikalen Orientierung aufzugeben. Das ist eine zusätzliche Aufgabe und eine ziemliche zusätzliche Belastung, aber ohne die wird es nicht gehen. Das ist notwendig und das ist heute auch noch mal sehr deutlich und klar geworden. Ja, Digitalisierung bietet gewaltige Chancen, nicht nur ein Aufgabengebiet, das wir normen müssen, wir müssen es natürlich auch selber betreiben. Auch das haben wir heute an vielen, vielen Stellen immer wieder deutlich gehört. Ich kann das nicht aus dem Kopf kriegen, wie Dr. Kegel heute Morgen in seiner unnachahmlichen Art den Stand der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung beschrieben hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in den Normungsorganisationen so aufgestellt sind. Aber wir müssen da noch mehr machen. Wir müssen das konsequent vorantreiben. Frau Frederiksen, sonst habt ihr auch keine Lust mehr, damit zu arbeiten. Das haben Sie sehr deutlich gesagt. Und das klang auch aus dem Vortrag von Herrn Franke sehr deutlich. Da sitzt er raus. Wir verlieren die Jugend, wenn wir die Digitalisierung nicht wirklich vorantreiben. Und auch die Digitalisierung der Norm selbst, des Produktes Norm. Sie haben das sehr schön dargestellt. Und es gab einen eigenen Workshop dazu, ich weiß nicht, wo sitzt der Herr Gianni? Ja, Smart Standards, es kam an mehreren Stellen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sagen immer so gerne, das ist ein Zukunftsthema. Nein, das ist kein Zukunftsthema. Das ist ein Gegenwartsthema. Und Sie haben das schön gesagt, Herr Franke, wenn es die Normenorganisationen nicht liefern, was wir in der Industrie brauchen, dann müssen wir es selber machen. Das ist bitter, nicht gut, weil es dann multibel passiert in jedem Unternehmen. Das, was Sie machen, machen wir in unserem Unternehmen genauso. Wir digitalisieren die Normen selber. Also müssen wir da dringend Fahrt aufnehmen und angehen. Auch ein schöner Ausdruck. PDF ist kein digitales Format, PDF ist Papier in einer anderen Aufbereitung. Und selbstkritisch, da haben wir stehen, Normen anwendergerecht digitalisieren und in die Anwenderprozesse integrieren. Nur so kriegen wir auch diese Riesenaufgabe bewältigt. Das muss automatisiert passieren und da können wir
sehr, sehr viel tun. Ich habe es eingangs gesagt, das Thema Zusammenarbeit zog sich wie ein roter Faden durch diese ganze Veranstaltung. Und das begann gleich heute Morgen am Anfang und ich fand es wirklich toll, dass wir hier seit langem wirklich mal wieder oder erstmalig vielleicht auch beide Präsidenten von DIN und von VDE, also von den Vätern der DKE, auf der Bühne hatten und dieses klare Bekenntnis zur Zusammenarbeit von beiden auch da war. Wir greifen das auf, wir arbeiten da natürlich dran, wir arbeiten praktisch in dieser Zusammenarbeit, überhaupt keine Frage, aber dieser erforderliche neue Geist der Zusammenarbeit, der auch von Herrn Dr. Kegel noch mal klar gesagt wurde, wir können uns keine Egoismen mehr leisten und keine Eitelkeiten, der muss ein Stück auch formalisiert werden. Herr Dr. Stoll hat das sehr deutlich gesagt, dass er das als Auftrag versteht an die Geschäftsführung. Und dieser Prozess läuft auch. Der Geist, den wir schon lange leben, den wollen wir auch ein bisschen formaler beschreiben, um dann wirklich offen auf Augenhöhe auch innerhalb der Organisationen zusammenzuarbeiten zu können. Ja, all das, was ich jetzt so geschildert habe, das lässt sich letztendlich nur umsetzen, eben wenn wir über die Grenzen unserer Unternehmen, unserer Organisationen, unserer Branchen hinweg zusammenwirken und kooperieren. Und dafür brauchen wir eine neutrale Plattform. Dafür brauchen wir eine Plattform, auf der wir eben diese Zusammenarbeit auch betreiben können. Und auch das ist Anspruch der DKE, diese Plattform bereitzustellen, diese Plattform zu sein als Organisation, wo man eben zusammenkommen kann und die wichtigen Themen der Zukunft erarbeiten will. Zu all den Punkten, die ich genannt habe und die heute hier sehr intensiv diskutiert worden sind, haben wir es noch mal ein bisschen schlagwortartig, hat die DKE die Chance, einen zentralen Beitrag zu leisten und will die DKE auch einen zentralen Beitrag leisten. Ich habe heute Morgen von der Verpflichtung gesprochen, die wir haben, die Verpflichtung, diese Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Umso mehr, weil wir die Chancen dazu haben, weil wir die Mittel dazu in der Hand haben. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben kein Erkenntnisproblem im Moment. Wir haben maximal eine Umsetzungsherausforderung, die wir angehen müssen. Wir haben die technischen Mittel, wir kennen einen Weg und wir müssen es tun, sonst, glaube ich, machen wir uns wirklich den nächsten Generationen über schuldig. Wir in der DKE oder die DKE will diese Verpflichtung wirklich angehen. Und dazu haben wir so ein bisschen im Vorfeld dieser Veranstaltung ein Papier entworfen, ein DKE-Commitment dazu 2030, dass die wesentlichen Punkte, die wir hier diskutiert haben und die ich jetzt nochmal versucht hatte zusammenzufassen, aufgreift im Sinne einer Selbstverpflichtung. Wir werden dieses Commitment, das ist ein Entwurf, morgen im Lenkungsausschuss diskutieren. Wir werden es sicherlich auch noch anpassen. Da fließen jetzt auch noch Eindrücke aus dieser Veranstaltung mit ein und dann werden wir das finalisieren und werden es letztendlich als Leitlinien unseres Handelns für die nächsten Jahre, ich will jetzt nicht von Jahrzehnten reden, das heißt 2030, aber für die nächsten Jahre dann auch anwenden. Sie alle bekommen das in den nächsten Wochen zugeschickt als Nachbereitung zu dieser Veranstaltung, wenn der Stempel verabschiedet da drauf ist. Und ich hoffe, den kriegen wir relativ schnell. Und dann haben Sie das auch und dann wissen Sie auch, was Sie von der DKE im Sinne der Umsetzung der All Electric Society erwarten dürfen. Aber nochmal, die können das nicht alleine machen. Ohne uns, sage ich jetzt mal, ohne die ganzen Experten wird das überhaupt nicht funktionieren. Wir haben hier die Leitlinien unserer Mission Zukunft. Und ich möchte Sie alle nochmal bitten, auffordern, darf ich ja nicht, oder höflich darum bitten, sich das wirklich nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und lassen Sie uns wirklich diesen Aufbruch in die All Electric Society gemeinsam gestalten. Lassen Sie es uns wirklich verstehen als gemeinsame Mission Zukunft, die wir jetzt angehen wollen. Ganz, ganz herzlichen Dank.